Es ist nicht nur für Modellbahner eine Augenweide, Modelleisenbahnen auf perfekt gestalteten Anlagen zu betrachten. Diese Schauanlage gehörte einem Kleinserienhersteller, der sich ganz besonders mit seinen Produkten an den Spur-Null-Bahner wendet. Für viele ist er bereits der Ansprechpartner im Modellbau. Modellbahn Engel aus Unterschleißheim. Hier an seinem Schreibtisch entwirft und plant Manuel Engel neue Serienprodukte. Neben seinem klassischen Profil, dem Modellbahnzubehör, ist es ihm gelungen, mit einem völlig neuen und einzigartigen System den Modellhausbau für Spur-Null-Bahner zu revolutionieren. Der Clou an diesem Stecksystem ist, dass der Hausmodellbau ohne einen Tropfen Klebstoff auskommt. Das bietet enorme Vorteile, wie wir später noch sehen werden. Das Modi-Steck ist von der Basis her gedacht wie ein Puzzlesystem. Man kann die Teile ansetzen, man kann sie wegbauen, man kann das Gebäude unendlich erweitern. Auch das für den Modellbau verwendete Material. Es kommen MDF-Platten zwischen 1 und 5 mm Stärke zum Einsatz, einschließlich Montagekonzept, ist einzigartig. Zunächst schauen wir Manuel Engel über die Schulter und verfolgen das Entwerfen und Produzieren eines Bahnsteiges in Spur 0. Hier werden gerade die Bahnsteigdachstützen einer letzten Kontrolle unterzogen. Hier im PC konstruiere ich die Daten, die dann später der Laser ausliest, sprich er schneidet und graviert. Hier in diesem Fall die kleinen feinen Nieten für die Bahnhofstütze im Maßstab 1 zu 43,5 aus. Wenn Maße und Design stimmen, übernimmt anschließend ein moderner Laser die Produktion. Damit erreicht Manuel Engel eine hohe Detailtreue. Sämtliche Oberflächenstrukturen von allen Bauteilen werden mit dem Laser in der Vorfertigung eingearbeitet. Selbst die kleinen Nietennachbildungen stellen kein Problem dar. Das hinterlässt im wahrsten Sinne des Wortes ein beeindruckendes Ergebnis. Nach dem Auslasern erfolgt die Montage. Sie sehen richtig, alles wird anschließend in Handarbeit zusammengefügt. Das garantiert eine hohe Qualität des Produktes. Nichts wird dem Zufall überlassen. Und das sieht man dieser Bahnsteigstütze auch an. Mit einer Airbrush-Pistole wird dann noch farblich nachbehandelt. Der dabei verwendete Lack erzeugt an der Oberfläche unserer Bahnsteigstütze diese besondere Metallstruktur. Einfach perfekt. Jetzt können wir unseren Bahnsteig mit den dazugehörigen Modusteckteilen zusammenbauen. Es sind verschiedene Bahnsteighöhen, die dem Vorbild entsprechen. Es gibt die Bahnsteighöhe in 380 über so, 550 über so, 760 über so und die Laderampe mit 1200 über so. Dabei ist noch zu erwähnen, dass die Höhe der Laderampen mit dem Lenzgleis mitspielen, sprich das Lenzgleis hat eine Höhe von 8 mm, die im Bahnsteig wieder mit eingerechnet sind, sodass der Modellbahner nicht wieder aufpolstern muss, sondern einfach dies bündig auf die Plattenkante montieren kann. Die Bahnsteigkanten sind bereits alle farblich vorbehandelt. Auch hier ganz wichtig, die Lenzgleishöhe von 8 mm ist ebenfalls bereits im Gesamtmaß berücksichtigt. Geschafft, alles sitzt perfekt. Nur noch den Bahnhofskiosk drauf und schon kann der Zug einrollen. Doch hoppla, das Bahnsteigdach fehlt noch. Wie befestigen wir das jetzt? In den Bahnsteigstützen sind kleine Magnete versteckt, die wiederum unten im Belag einen Gegenmagneten erfordern, der ist aber im Lieferumfang enthalten und somit ein mögliches Reinigen des Bahnsteigsbelags durch kinderleichtes Hochheben des Bahnsteigdaches ermöglichen. Durch das, dass die Gegenmagneten unten mit dem Bodenbelag verklebt sind, ist es einfach ein Klack und das Bahnhofsdach
Ja, steht wieder, ja, richtig. Im Lieferumfang ist noch ein Stift enthalten, falls derjenige nicht das Moody-Steck-Bahnhofssystem hat, kann er seinen alten Bahnsteig durch Löcher bohren, also sprich, da wo die Zapfen dann reinfahren, modernisieren, aufrüsten, erweitern. Gibt es denn für den Modellbahner auch das Zubehör dazu zu kaufen? Für den Bahnhof haben wir einiges. Die Bahnhofs- und Ankunftsanzeigen, die Bahnhofsanzeige oben im Dachbereich mit wechselbaren Inlays, die man selbst nach Wunsch auswählen kann, den Bahnhofskiosk, Bahnhofsbänke, wie Sie schon erwähnt haben. Und wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Viele Überraschungen sind noch geplant. Das Konzept besteht darin, das Gebäude mit der Anlage wachsen zu lassen. Wenn Sie jetzt von der Nebenbahn auf die Hauptbahn gehen, ist es natürlich logisch, dass ein einständiger Lokschuppen etwas mickriger ausschaut und man gerne ausbauen möchte auf zwei Gleise oder drei Gleise. Und das ist einfach mit dem Modisteck möglich. Man steckt die Teile wieder auseinander und fügt sie neu zusammen. Ich denke, wenn der Modellbahner die Teile vor sich hat und schon sieht, wie die Zapfen sind, wie der Aufbau der Platten sind, dann ist ihm bewusst, wie es geht. Man braucht für dieses System eigentlich nicht mal einen Bauplan. Und die Montage bzw. das Zusammenfügen der Teile erfolgt relativ simpel. Mit Hilfe der passenden Modusteckverbinder lassen sich die Teile fest und ohne Klebstoff miteinander verbinden. Jede mögliche Hausbauvariante kann gebaut werden. Der Fantasie des Modellbahners sind dabei keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss müssen dann nur noch die Fenster und Türen eingebaut werden. Die Fenster sind individuell. Es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Typen. Alle Fenster sind so konzipiert, dass sie hinten ein doppelseitiges Klebeband schon fertig montiert haben, dass man einfach abzieht und dann die Glassichtfolie draufklebt und es dann komplementiert, indem dass man halt von der Rückseite die Fensterscheibe an die Fassade anbringt. Als letzter Bauabschnitt erfolgt das Verkleiden der Montagehilfen. Mit Sims-Verkleidungen erreicht man den perfekten Abschluss. Auch hier sind dem Modellbahner in puncto farblicher Nachbehandlung keinerlei Grenzen gesetzt. Die zum Einsatz kommenden Dachbinder haben zwei Funktionen. Einerseits sollen sie das Dach tragen. Andererseits sollen sie auch die Wandplatten zusätzlich versteifen und so für die Stabilität des Baus sorgen. Richtig, die Platten sind alle vorgrundiert. Alle Farbcodes werden auch auf der Homepage genannt. Falls mal Fehler beim Altern passieren, kann man diese wieder in Ursprungszustand zurückversetzen und man kann die Platte weiterhin nutzen. Es sind keine Geheimnisse dabei, dass man wieder gewählt ist, was Neues aus Zwang kaufen zu müssen. Und was ist, wenn man irgendwann sein Gebäude verändern möchte? Es ist kinderleicht. Einfach die Verbindungen wieder lösen, neu zusammenstecken und einfach neu gestalten.
Auch im Zubehör punktet Manuel Engel gewaltig. Wo nimmt er denn nur seine Ideen her? Solche Ideen entstehen einfach, wenn leere Flecken da sind und man fährt mit dem Auto irgendwo entlang, sieht die Ideen, sie fliegen einem förmlich entgegen. Und man geht nach Hause, setzt sie vor den PC, malt vielleicht was und plötzlich hat man das fertige Modell da. Also eine Europalette habe ich nicht erfunden. Aber man kann es verbessern. Man kann es ins Modell umsetzen, so dass es ausschaut wie das wirkliche Bild. Und das ist es. Im Modellbahnbereich braucht man einfach das Vorbild. Hier die kleine, aber feine Modellpalette. Zubehör Spur 0. Etwas ganz Einzigartiges gibt es auch zu kaufen. Die fahrbare Rampe zur FIFA-Ladung. Unsere Modellkuh fand gleich Gefallen daran. Sie war einfach nicht zu bremsen. Selbstverständlich bietet Modellbahn Engel auch hier einige Leckerbissen. Signale und Gleisvorfeld sollen den Bahnablauf natürlich wiedergeben. Das Wartesignal mit Lichtsignalisierung ist ein echter Hingucker. Allerdings wird dieses Signal wie auch das Anfahrtsignal ohne LED ausgeliefert. Das Nachrüsten sollte für den versierten Modellbahner kein Problem sein. Die Zuleitungen für die LEDs können in den Signalmasten versteckt werden. Ein Prellbock darf auf Stumpfgleisen auch nicht fehlen. Auch dieses Teil ist dank der Lasertechnik eine Augenweide. Zum Gleisvorfeld gehören aber auch Kanalabdeckungen für E-Kabel oder Zugseile für Signale. Sie machen den Gesamteindruck perfekt. Die angrenzenden Industrieanlagen oder aber auch Straßen in Wohngebieten müssen aus Sicherheitsgründen von den Bahnkörpern abgegrenzt werden. Es soll doch niemand zu Schaden kommen. Ein System von verschiedenen Zaunelementen schafft hier Abhilfe. Und die müssen nicht nur für Bahnanlagen verwendet werden. Auch hier sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Auch bei den Ladegütern wird man bei Modellbahn Engel fündig. Und das in den gängigen Spurgrößen N, H0 und natürlich auch Spur 0. Auch hier ist alles Hand- und Qualitätsarbeit. Hier wird gerade für einen Spur 0 Güterwagen ein Ladegut hergestellt. Eine Kunststoffmischung inklusive Härter wird im richtigen Verhältnis gemischt und in eine vorbereitete Latexform gegossen. Es soll eine Ladung Altreifen werden. Nach dem Aushärten wird nun das halbfertige Ladegut aus der Form herausgepult, bearbeitet und farblich finalisiert. Modellbahn Engel bietet auch dem ambitionierten Modellbahner der Spuren H0 oder auch N verschiedene Ladegüter an. Manuel Engel hat sich bei dieser Produktion stets an das Vorbild gehalten. Alle diese Ladegüter wurden oder werden bei der Bahn transportiert. Bieten Sie doch einen abwechslungsreichen Verkehr auf der Modellbahn. Und nicht nur um Bahnladegüter kümmert sich Manuel Engel. Er hat auch sichtlich Freude daran, Straßenfahrzeuge ebenfalls zu beladen. Hier eine Auswahl der interessantesten Exponate.
Der Vollständigkeit halber sei aber noch erwähnt, dass die Ladegüter ohne Fahrzeuge verkauft werden. Die Angebotspalette, die Manuel Engel mit seinem Unternehmen, dem Modellbahner, präsentiert, hat es in sich. Es ist von Qualität und Ausführung Modellbau vom Feinsten. Er bietet mit seinen Produkten die Basis, Modellbahnanlagen im vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt zu gestalten. Die Frage, was er noch so plant, lässt er freundlich offen. Seien Sie also gespannt. In diesem System sind jetzt schon Zukunftspläne. Wie zum Beispiel im Hintergrund sieht man den Portalgran. Im Moment ist es noch ein Muster. Aber im Computer ist es schon ein fertiges Modell. Das System ist schon für die Zukunft ausgelegt. Es werden noch viele Neuerscheinungen erscheinen, die jetzt schon im Köpfchen vorhanden sind.